Ich mag den Game Day an sich ja schon mal. Du stehst morgens auf, du weißt, heute ist Football-Tag. Das ist nicht nur, dass ich mich den Tag darauf freue, sondern ich freue mich schon die ganze Woche auf den Tag. Sobald man wach wird, dreht sich im Prinzip jeder Gedanke darum, dass man gleich spielen wird, egal wann am Tag das sein wird. Es ist irre aufregend und es ist ganz, ganz viel Freude. Es ist einfach Emotion pur, so ein Vulkan. Mir würde wirklich was fehlen, wenn wir diese Game Days in dieser Form nicht hätten. Game Day ist schon was Besonderes. Ist einfach für mich ja wirklich grandios. Ist wirklich schön. Das lässt keinen kalt. Pudi ist für mich die absolute Rakete. Was der Coach sagt, wird gemacht. Wenn Mama was sagt, wird das auch gemacht. Komischerweise laut schreien. Was, glaube ich, immer für Zuschauer einfach nicht zu sehen ist, ist die Arbeit, die hinter jedem Touchdown steckt. Jeder Spieler hat in einem Footballspiel die Möglichkeit, für sich einen unvergesslichen Moment zu erschaffen. Für mich ist das Geilste, Touchdowns zu machen. Dann eskaliert das völlig. Du hast einen Lärmpegel hinter dir, das kann man sich nicht vorstellen. Das macht richtig Spaß. Es schüttelt so viel Emotion aus. Das ist einfach nur geil. Das ist eben halt das Tolle, dass man dann auf einmal eins wird. Man ist eben nicht nur Fan und Spieler, sondern dann wird man auf einmal zu dieser großen Familie. Ein besseres Beispiel für Football is Family gibt es einfach nicht. Der Game Day ist der schönste Tag des Jahres und das 14 Mal.